Die SEC hat sich gestern bereits zum dritten Mal mit BlackRock getroffen. Trump pusht Polygon und die Märkte warten gespannt auf das heutige FOMC-Meeting. Das und noch viel mehr besprechen wir im heutigen Video. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Nathalie, ich bringe euch jeden Tag den neuesten Krypto-Content. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst auch gerne ein Like da. Starten wir direkt mit den Bubbles. Und wie ihr hier sehen könnt, ist es ein reinstes Blutbad. Der Downtrend setzt sich fort und langsam kommen wir an ein kritisches Level, sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum. Lasst uns dazu mal den Bitcoin-Daily-Chart anschauen. Das erste, was wir hier sehen, ist, dass Bitcoin unter das 50er FIB gefallen ist und nicht wieder geschafft hat, drüber zu brechen. Für alle, die sich fragen, wie ich das eingezeichnet habe, das ist ganz einfach. Und zwar ziehen wir das FIB-Tool von hier, von dem höchsten Punkt bis zum niedrigsten Punkt. Und dann sehen wir die verschiedenen FIB-Level. Der Grund, warum es langsam kritisch aussieht, ist, weil wir immer länger hier auf dem Support verweilen, ohne davon zu bouncen. Das ist oftmals ein Zeichen dafür, dass der Support bald gebrochen wird. Ihr könnt euch einen Support wie ein Brett vorstellen. Je öfter wir auf dem Brett rumspringen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir da durchbrechen. Der nächste Support würde dann bei knapp $38.000 liegen. Wenn wir diesen Support dann auch noch verlieren, könnten wir die Midrange bei knapp $32.645 retesten. Es ist immer ein Spiel von Level zu Level. Hört sich vielleicht für manche von euch etwas komisch an, aber so ist es einfach. Ein weiteres Problem, was ich sehe, ist, wenn wir hier wieder einbrechen, ist das eine bestätigte Deviation. Und dieser Ausbruch nach oben war lediglich eine Fakeout. Viele, die so wie ich Range traden, würden dann Short gehen. Mit dem ersten TP bei der Midrange hier unten und dem zweiten TP bei dem Range Low hier unten. Bei knapp $25.000. Und nein, ich sage jetzt nicht, dass wir auf $25 gehen. Es ist zwar eine Möglichkeit, aber wirklich mein Worst-Case-Szenario. Ein weiterer Indikator hier sind die Moon Phases. Dieser Indikator funktioniert tatsächlich besser als erwartet und laut diesem Indikator würden wir jetzt 15 Tage lang abwärts oder seitwärts trenden. Lasst uns nun mal einen Blick auf Ethereum werfen und Ethereum sitzt auf einem super wichtigen Support. Das Level hier ist das Breakout-Level aus dem Triangle und liegt bei knapp $2.100. Wenn wir etwas ranzoomen, sehen wir diese Kerzen hier. Erst ging eine starke Kerze nach oben, die direkt wieder mit einer starken Engulfing Candle nach unten abverkauft wurde. Und hier sieht es nun sehr ähnlich aus, oder? Eine starke Kerze nach oben, die direkt wieder abverkauft wird. Wenn wir nun auch noch unter diesen wichtigen Support schließen sollten, ist das ein sehr starkes Zeichen dafür, dass die Bullen ihr Momentum verpasst haben und der Ethereum-Preis wieder nach unten trenden wird. Wenn wir uns dann noch diese Trendlinie hier anschauen, sehen wir, dass wir da schon drunter gewickt sind. Wenn wir dann jetzt auch noch eine Kerze drunter schließen, sieht es meiner Meinung nach aus wie eine Bulltrap. Mein erstes potenzielles Level zum Bouncen wäre bei knapp $1.900. Und wenn das nicht hält, haben wir einen starken Support bei $1.600. Im Moment ist es noch nicht der Fall. Ich wäge lediglich die Möglichkeiten ab, was passieren kann. Dann habe ich noch dieses Video von Donald Trump für euch. Aber schaut es euch am besten selbst an. Hi everyone, this is your favorite president, Donald J. Trump, with some very exciting news. My last two Trump Digital Trading Card Collections sold out in just hours. Some people call these cards pop art or modern art. I wish I looked as good as I do on those cards. And I can tell you, they give me muscles where, believe me, I don't have them. Wahrscheinlich fragt ihr euch, warum ich euch zeige, dass der Trump eine neue NFT-Collection rausbringt. Aber wenn wir jetzt auf OpenSea gehen und die NFT-Karten vom letzten Mal anschauen, dann sehen wir, dass der Floorpreis bei knapp $300 liegt. Wenn man also davon ausgeht, dass die NFTs wieder so im Preis steigen wie letztes Mal, wären das leichte 3x, da eine Karte ja für $99 verkauft wird. Würdet ihr euch eine Karte holen? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst mir auch gerne ein Like da. Dann habe ich noch einen potenziellen Short-Trade für euch. Und zwar werde ich wahrscheinlich eine Short auf Solana machen. Denn wenn wir hier sehen können, bricht Solana gerade durch diese Trendlinie nach unten durch. Wenn wir unter der Trendlinie closen, werde ich hier eine Short platzieren. Falls ihr auch traden wollt, habe ich unten in der Videobeschreibung ein paar Links zu den Exchanges, die ich selbst benutze. Wenn ihr meinen Link benutzt, supportet ihr meinen Kanal und habt die Chance auf einen nicen Bonus. Habt ihr übrigens Interesse daran, dass ich mehr Trades in meine Videos mit reinnehme? Dann schreibt mir das auch gerne mal unten in die Kommentare. Außerdem hatte ich ja ein Gewinnspiel versprochen, in dem ich 100 USDT verlosen werde. Ich habe mich dazu entschieden, anstatt volle 100 USDT zu verlosen, diese zu teilen und jeweils 50 USDT zu verlosen. Ihr habt also ab heute bis zum 31.12.2024 Zeit, euch dafür zu qualifizieren. Dazu müsst ihr nur unter meine Videos kommentieren, diese bis zum Ende anschauen und auch ein Like da lassen. Wenn ihr meine Videos auch noch teilen würdet, wäre das mega nice von euch, aber kein Muss. Kommen wir jetzt mal zu ein paar weiteren Neuigkeiten rund um den Bitcoin Spot ETF. Die Hinweise verdichten sich, dass die SEC und natürlich auch die Bitcoin Spot ETF Herausgeber alles Mögliche daran setzen, um den ETF bis Januar startklar zu bekommen. BlackRock hat sich gestern tatsächlich zum dritten Mal mit der SEC getroffen, um Änderungen an ihrem Antrag vorzunehmen. Tatsächlich haben sie sich diese Woche nicht nur mit BlackRock getroffen, sondern auch mit Grayscale, Fidelity und Franklin Templeton. Wie ihr sehen könnt, ein Bitcoin ETF im Januar wird wirklich immer was
Wahrscheinlichkeit. Und selbst wenn er wieder erwarten doch nicht kommen sollte und es aufgrund dessen zu einem Dump kommt, dann wäre das meiner Meinung nach nur ein Geschenk, um günstig einzukaufen. Denn so wie ich das sehe, wenn der ETF im Januar nicht kommen sollte, dann wird er trotzdem nicht lange auf sich warten lassen. Zu guter Letzt möchte ich euch jetzt heute noch einmal vorwarnen, dass wir heute Abend das FOMC-Meeting haben werden, wo der Zinsentscheid bekannt gegeben wird. Der Markt rechnet damit, dass die Zinsen vorerst bleiben, wie sie sind. Und auch ich rechne ehrlich gesagt damit. Nichtsdestotrotz müssen wir auf die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell aufpassen. Je nachdem, wie er sich zu dem künftigen Ausblick der FED äußert, wird das den Markt in eine oder die andere Richtung beeinflussen. Falls ihr eine etwas ausführlichere Erklärung darüber haben möchtet, schaut euch am besten das Video von gestern an. Da gehe ich näher drauf ein. Nichtsdestotrotz, falls ihr also momentan in ein paar Trades steckt, dann solltet ihr euch heute Abend am besten auf eine erhöhte Volatilität einstellen. In der Vergangenheit war es nämlich oft so, dass beide Seiten ausgewickt wurden. Und damit beende ich dann das heutige Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.